So. Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge, bei der ich einen Gast habe. Es ist Monika Schlatter. Sie stellt sich gleich vor und dann sprechen wir über Online-Video-Meetings und ihre Tipps, die sie dazu letzte Woche ins Netz gestellt hat. Hallo Monika, erzählst du uns kurz, was du machst, wenn du nicht jetzt hier in Videokonferenzen bist oder die Kinder beim Homeschooling begleitest. Was ist deine Aufgabe? Ja, hallo Philipp. Ich bin einerseits selbstständig im Bildungsbereich unterwegs, andererseits arbeite ich an der Hochschule für Technik, der FHNW, als Dozierende und als Bildungsentwicklerin. Und dabei vielleicht ein bisschen speziell ist, dass ich eine Art Quereinsteigerin bin. Ich habe ursprünglich etwas ganz anderes gemacht, naturwissenschaftliches Studium, in der Forschung gearbeitet und habe vor rund 10 Jahren mich eigentlich meiner Leidenschaft, dem Wissen und dem Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung begonnen zu widmen. Und du hast Erfahrungen auch mit solchen Online-Meetings und jetzt letzte Woche hast du in einem Google Docs ein paar Tipps gesammelt für Online-Meetings und Workshops und ich denke, so ein Gewicht hast du darauf gelegt, dass es soziale Aktivitäten auch gibt, dass es nicht reine Vortragssettings sind, Fragerunden, sondern dass sich die Teilnehmenden auch sozial vernetzen. Kannst du kurz sagen, so was die Idee war dahinter und was für dich so die wichtigsten Punkte sind? Genau, also ich mache schon sehr lange Online-Meetups, wo sich Leute des gleichen Interessens treffen und sich austauschen. Und habe in letzter Zeit natürlich dann auch sehr viel noch dazugelernt, wie man solche Meetings oder Workshops online abhält. Und für mich stehen wirklich die sozialen Aktivitäten im Mittelpunkt. Also auch egal, was das Thema ist, wer die Teilnehmer sind, es soll wirklich aktiv sein, die Teilnehmer sollen aktiv eingebunden sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als lange jemandem zuzuhören. Und da gibt es so verschiedene Dinge, die für mich wichtig sind. Das beginnt mit dem Check-in. Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich trifft, egal ob man sich kennt oder ob man sich nicht kennt, dass es eine Art Check-in gibt. Das ist häufig auch eine gute Gelegenheit, mal jemanden ein bisschen oder die anderen ein bisschen kennenzulernen. Und es bietet auch die Möglichkeit, dass jeder Teilnehmende mal etwas gesagt oder getan hat. Und dann ist es für mich wichtig, dass man im Laufe des Meetings oder des Workshops, der Veranstaltung immer wieder eine Änderung hervorruft. Also alle 5, maximal 10 Minuten sollte etwas passieren. Sei das, dass man wieder eine soziale Aktivität einbringt oder dass man etwas zeigt. Nur schon, dass sich die Perspektive auf dem Bildschirm ändert, dass da immer etwas passiert, dass man aktiv dabei bleiben kann. Sehr wichtig für mich ist auch das Arbeiten in kleinen Gruppen, dass man möglichst bald die Teilnehmergruppe in kleinere Gruppen unterteilt, sie dort etwas bearbeiten, diskutieren lässt und dann wieder zusammenkommt, um die Ergebnisse, die Resultate oder Fragen, die sich ergeben haben, zusammenbringt, dann im Plenum wieder etwas, ja, so eine Zusammenführung macht und dann aber wieder in Gruppen aufteilt. Und zu guter Letzt noch ein Checkout. Jetzt wollte ich dich schon unterbrechen. Wie geht denn ein Checkout ein gutes? Was sind da deine Idealvorstellungen? Ja, meine gute Vorstellung für Check-ins und Check-out ist für mich eine Stimmungsabfrage. Das ist je nachdem, was es ist. Wenn es nun ein Meeting ist, wo man sich trifft und ein Ziel gesetzt hat, dann kann es durchaus sein, was erwartest du von diesem Meeting oder mit was möchtest du rausgehen? Und dann natürlich zum Abschluss, was war das Wertvollste für dich? Kannst du jetzt weiterarbeiten und so weiter? Ist es eine Veranstaltung wie ein Workshop, kann auch eine Erwartung abgefragt werden, eben was erwartest du jetzt? Ist es eher so ein Social Gathering? Wir machen zum Beispiel mit unseren Studierenden 2-mal die Woche einfach ein Social Gathering zusammen und da kann es dann auch ein bisschen spielerischer, unterhaltsamer sein. Bei uns waren jetzt auch Fragen in letzter Zeit, was bedeutet Corona für dich oder wie fühlst du dich momentan? Gibt es etwas diese Woche, was du noch nie vorher getan hast? Also irgendwie eine Referenz auf die momentane Situation. Das kann aber auch sein, zeig uns ein Buch, das du gerne magst, wenn man sich
eher noch kennenlernen will. Also es gibt ja die ganze Palette von sehr ernsthaften Fragen, schon fast mit Hintergrund, bis zu einfach ganz lockeren Dingen. Jetzt hast du viel die Abwechslung betont, auch die Aktivität der Teilnehmenden. Und für mich als Anbieter, ich habe jetzt auch viele Leute so ein bisschen begleitet, wie mache ich diese Videokonferenzen? Das stellt ja auch hohe Anforderungen an meine Präsenz, dass ich so alle 5 bis 10 Minuten was wechsle, dass ich diese Gruppenarbeiten auch ein bisschen an die Technik, dass das alles funktioniert, so wie ich das möchte. Hast du da auch Tipps? Also wenn ich verantwortlich bin für so ein Meeting, wie mache ich das, dass ich nicht total gestresst bin, weil ich immer wieder was Neues machen möchte und nicht so in den Flow reinkomme? Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, was sie jetzt erleben, ist viel anstrengender, als was sie in Präsenz haben, was genau darauf auch abzielt. Und dann immer noch der Unsicherheitsfaktor Technik. Ganz einfach anfangen. Es braucht nicht viel. Es kann ganz etwas Einfaches sein. Zum Beispiel hat eigentlich jede Videokonferenzsoftware hat eine Chatfunktion. Eine Aktivität, die sich sehr gut eignet, ist eine Frage zu stellen und dann alle Beteiligten zu bitten, in den Chat ihre Antwort zu schreiben, ganz spontan, auch nicht zu lange überlegen, und alle drücken gleichzeitig die Enter-Taste. Und dann rattert es da so durch das Chatprogramm durch und das hat einen lustigen visuellen Effekt und man hat gleichzeitig sieht man, die Leute sind beteiligt, auch die Teilnehmer sehen, wow, es geschieht etwas, es gibt so eine ganz kleine Gruppendynamik und das braucht eigentlich minimale Voraussetzungen. Und ich würde unbedingt anraten, ganz einfach, es muss da nicht irgendwie die super Umfrage sein oder noch ein externes Tool, das man einbauen will, sondern mit dem, wo man sich sicher fühlt, überlegen, wie könnte man das ausloten. Oder der andere Ansatz, Dinge, die Präsenz gut funktionieren, überlegen, wie kann ich das ins Online bringen. Also nicht von dem abweichen, was man kennt, vom Repertoire, das man schon hat, sondern dieses in die Online-Welt bringen. Sehr gut, danke. Ich glaube, das hilft weiter. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine völlig informelle Frage. Ich habe ab und zu solche Zoom-Partys, Samstagabend, wir trinken gemeinsam ein Bier, alle in einer Videokonferenz. Gibt es da bei dir auch Best Practice, wo du sagen würdest, wenn Freunde sich treffen online, das funktioniert da? Weil manchmal werden die Gespräche, die stocken so ein bisschen, wenn alle mal was gesagt haben, ja, was kommt dann? Hast du da auch Spielvorschläge oder andere Ideen, wie man so privat das nutzen kann im Moment? Ja, einerseits ist es ja so, das hast du auch sonst, wenn du dich mit Freunden triffst, dann kann durchaus auch mal Stille herrschen und dann ist auch die Frage, wie ist diese Stille, wie fühlt sich's an? Und wenn sich's angenehm anfühlt, dann ist halt auch virtuell ein bisschen still. Ansonsten ist auch die Herausforderung, ja, was würdest du tun, wenn du dich mit deinen Freunden so triffst? Und wenn du zum Beispiel sagst, na, wir würden jassen, na, überlegt gemeinsam, wie könntet ihr das umsetzen, ohne eine Jass-App zu nutzen, sondern wirklich einfach mit den Mitteln, die man hat. Und da kommt man auf erstaunlich kreative Dinge, wenn man einfach sagt, ich mache das Gleiche, aber lass mich nicht davon abschrecken, dass es jetzt online ist. Also so wirklich ein bisschen out of the box denken. Wir denken auch immer noch darüber nach, wie man Brettspiele umsetzen könnte, dass man gemeinsam ein Brettspiel spielt, aber eben ohne die Nutzung eines Online-Spiels. Super. Ganz herzlichen Dank. Ich werde da unten deine Kontaktangaben auch einfügen. Wenn die Leute dich im Netz treffen wollen, dann wissen sie dann, wo sie dich finden. Und deine Tipps findet man auch unten, dass das alle nachlesen können. Danke sehr für deine Zeit und alles Gute. Bis bald. Bis bald. Ich danke dir. Dankeschön.